wie ihr gesehen habt, bin ich auf dem Weg nach Dänemark, genau genommen Richtung Kolding. Und hier will ich mal gucken, ob es gute Hau-Kajaks gibt für Einsteiger, also fürs Meer. Ja? Bis gleich. So, ich bin gut in Dänemark angekommen, genau gesagt natürlich in Kolding. Und jetzt sind wir bei Kajak Import und schauen mal, wie das da drin aussieht. So, man kommt hier rein und dann sieht man erstmal, wie viele Kajaks das sind. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Schwuppdiwupp. Also hier kann man eine Menge ausprobieren, anschauen, gucken. Ganze Zubehör ist hier. Hier auch Pumpen, Schuhe, was ich euch gesagt habe beim Ein- und Aussteigen. Ne? Wichtig. Ne? Dachgepäckträger, Schwämme. Auch fürs Autodach. Also eigentlich ist alles da, was man so braucht. Spritzdecken, ne? Auch in verschiedenen Größen. Kann man ja auch ausprobieren, was einem da am liebsten ist, ob man Neopren nimmt oder so ein bisschen stoffartigere. Und hier, seht ihr, geht es noch weiter. Massig Auswahl. Wahnsinn. Ja, und was, also die haben nicht nur PE-Kajaks, sondern natürlich auch GFK oder Carbon, also ein bisschen was Hochwertigeres. Aber bei mir geht es jetzt ja darum, ein günstiges Kajak zu finden, wo man alles hat. Die Idee ist ja, du kaufst dir gleich einen Meerkajak, also Haukajak nennen die Dänen das. Und das kannst du natürlich auch auf dem See benutzen oder so. Und du bist relativ schnell. Und wenn du dann eins nimmst, was vielleicht nicht so kippelig ist, schön lang, schön schnell, ne, dann ist es deine Überlegung wert. Ne? Die sind natürlich etwas schmaler als die, die ich zu Hause habe, glaube ich. Aber egal. Schaut euch das mal an. Ich gehe jetzt gleich mal ein bisschen dichter dran. So, also dieses Kajak hier ist 5 Meter und ist eigentlich das kleinste Kajak. Das sind im Grunde genommen 3 Stück. Gibt einmal klein, mittel und groß. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Und die sind dann, also der ist jetzt 5 Meter, der Medium ist dann, also der mittlere ist dann 4,95 Meter. Und der ganz große, der hat nochmal einen Rieseneinstieg. Das ist für Leute dann, die, was weiß ich, 1,90 Meter und ein bisschen breiter vielleicht sind. Der hat dann 5,20 Meter. Ne? Und an sich sind die alle relativ ähnlich gebaut. Das sind dann eher anfängermäßig. Boden ist flach, also relativ kippstabil. So, hier nochmal der Preis. Also ohne kostet das Ding 7.000, mit Zubehör 7.995. 2 Stück, wenn man gleich 2 kauft, mit Zubehör 14.000, also 15.000. Also das sage ich mal, ist ein gutes Angebot. So. Ja. Ja, hast du auch diese Beinstützen. Auch ganz gut gemacht. Also gefühlt ist, würde mir dieses Boot hier eher zu sagen als der kleine. Der Einstieg soll hier noch ein Tick größer sein. Merkt man aber irgendwie nicht, finde ich. Aber du hast ein bisschen besseres Bootsgefühl, sage ich mal. Und jetzt der ganz große. So, der liegt hier gleich nebenan. Der wäre dann für mich zum Beispiel ein bisschen zu groß. Und der hat dann auch 5,20 Meter. Das ist der hier. So. Ja, also das ist schon mal ein Unterschied. Hier hat man wirklich Platz, ne? Majet Platz. Wenn ich Haar hier so in Pose, die Haar nur ich mit den anderen da. Den Haar, wenn der Haar stückt, ein Stück rum. Ja. Ich weiß nicht, die ist so in Hort Plastik oder so.
Ja, die haben also Medium und Groß hat eine Tüte und der Kleine hat dann wirklich so Hartplastik. Das finde ich persönlich eigentlich cooler. Aber gut, ansonsten sind die echt gut. Also der ist dann was für die Größeren. Oder eben, wer wirklich Angst hat, im Thema waren wir ja auch schon, mit dem Aus- und Einsteigen, der kann dann auch ein etwas Größeres nehmen. Da hast du dann richtig Platz. Ja, ach so, und bei dem Angebot ist also das Kajak, Schwimmweste, Paddel und Spritzdecke. Und wenn du zwei kaufst gleich auf einmal, kriegst du auch nochmal einen Rabatt. Also ich finde, das Angebot ist echt super. Da lohnt es sich dann schon mal nach Dänemark zu fahren, ne? Und ich bin hier ja nicht angestellt oder sonst irgendwas. Aber ich mache das einfach, weil ich davon überzeugt bin. Das ist eine coole Geschichte, weil ich war bei uns schon in einigen Läden und da hast du sehr wenig Auswahl. Und wenn dir da eins gefällt, dann ist das dann meistens schon vorbestellt und man kriegt es doch nicht. Und hier ist wirklich so, hier kannst du dir ganz viele Kajaks anschauen. Hier sind ja massig Kajaks. Und wenn dir irgendeins gefällt, Geld auf den Tisch, schwuppdiwupp und ab nach Hause. Ja, super nett. Mit der Sprache. Teller also Englisch, Tysk oder bar Dansk? Englisch ist okay, aber Tysk schon ein bisschen. Ein bisschen. Also, das schafft ihr wahrscheinlich auch. Und ansonsten müsst ihr halt ein bisschen Dänisch lernen, ne? Nützt ja nichts. Ja, wer ein gutes Kajak haben will, die skal lære dansk, ne? Na, det behøver man ikke. Vil du også på TV nogen... Herzlich willkommen im Kolding. Ja, super. So, was ich auch noch cool finde, hier gibt es auch noch raus. Ja, wenn ihr so packt weg hier. Und die Schuhe hatte ich euch schon gezeigt. Wichtig sind ja auch Papageiflügel. Das sind diese... Paddelfloß zum Wiedereinsteigen. Ne? Da gibt es ja auch Unterschiede. Einmal zum Aufpusten und dann gibt es die Festen. Dann habt ihr hier noch Pumpen und der Preis ist auch völlig in Ordnung. Also wenn ich das vergleiche, ne? Sicherheit. Seht ihr mich überhaupt hier? So, das ist zu dunkel. Ne? Damit ihr das Paddel nicht verliert. Für Handys, Taschen, auch noch Schuhe, schöne Schwämme, sogar heiße Brillen mit Brillenhalter. Ein extra Sitz, Schlösser, dafür ist übrigens dieser Haken vorne gewesen, also man kann die hier auch, die Kajaks auch anschließen, da gibt es sogar eine Versicherung für, also wer das möchte. Und wenn ihr mal seht hier, ich finde es ja faszinierend, alles voll hier. Das ist eben das Coole. Du guckst sie dir hier an. Und wie gesagt, ich bin ja hier nicht angestellt oder krieg von denen irgendwas. Ich mache das einfach, weil ich es einfach cool finde so. Ich finde das immer schlimm, man geht in einen Laden und guckt sich dann irgendwelche Kajaks an und dann kannst du die gar nicht mitnehmen. Ne? Oder die haben nur zwei Stück zum Gucken oder so. Also habe ich jedenfalls schon ein paar Mal erlebt. Ich versuche nochmal in Deutschland irgendwas zu finden und zeige euch da nochmal was. Aber das hier ist schon mal eine gute Lösung. Und Kolding ist von Flensburg 80 Kilometer weg. Und das ist jetzt nicht so dramatisch. Und sind unheimlich nett hier. Kannst alles ausprobieren. Und ja, ich gucke nochmal, ob ich was Spannendes finde. Ja, und ich habe noch was gefunden. Hier kannst du sogar Taschen, Rucksäcke, noch andere Schwimmwesten. Also eine Menge zu entdecken. Und in riesigen Mengen. So, der Bursche hier, das ist ein Kajak aus Thermoplast. Das ist jetzt wohl so das Neueste, was es hier gibt. Das ist zweilagig mit Luft dazwischen und hat sonst eigentlich auch alles wie die anderen auch. Also im ersten Moment fühlt sich das sehr dünn an, aber ich habe mal gefragt. Es soll trotzdem sehr stabil sein und es ist so ein Zwischending zwischen Glasfaser oder Carbon und Plastik. Das Ding wiegt nur 19 Kilo, total leicht. Und ja, so, wie ihr jetzt so im Hintergrund hört,
Ist ja auch richtig was los. Es sind einige Leute da. Und ich wollte noch mal erzählen. Also ihr könnt auch noch mal alle Daten, ne, die genauen Bootslängen und aus was für Material das ist und so, könnt ihr auch noch mal auf der Internetseite gucken. Oder guckt euch am besten vorher mal die Internetseite an. Es gibt es auf Dänisch und auf Deutsch, auch die Preise. Und was euch da so ins Auge fällt, dann kommt ihr hierher, fragt die, wenn ihr noch Fragen habt. Und dann findet ihr hier bestimmt ein schönes Kajak und könnt das gleich mit nach Hause nehmen. Ne? Also falls ich irgendwie was falsch erzählt habe, könnt ihr da nochmal nachschauen und dann ist das gut. Und ihr könnt auch gleich hier eine schöne Kajaktour machen. Koldingfjord ist sehr, sehr schön. Vielleicht seht ihr auch noch ein paar Marswine. Also ich sage jetzt nochmal vielen Dank bei Daniel. Mange Tag, Daniel, vor die ja, blir her. Oh, nee, blir her ist hier mal Ecke. Was hier mal? Du musst wer her? Du musst wer her? Ja, komm auf Besuch. Komm auf Besuch. Ja, ja. Die war richtig gut. Und hat Show gelegt. Und so träume ich dann nicht so gut. Aber Daniel hat was da, was er mener. Ja. Det er det vigtigste. Og I er alle sammen rigtig hjertelig velkommen her i Kolding. Herzlich willkommen in Kolding. Auf Wiedersehen. Genau. Ja. Auf Wiedersehen. Und ja, also mir hat es Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Schauen und wir sehen uns. Tschüss. So, wir haben uns ja eigentlich schon verabschiedet. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg, aber Daniel sagte eben noch, das wollte ich euch noch erzählen, dass man jetzt auch die Kajaks hier sogar leihen kann für eine Stunde oder anderthalb. Dann kann man hier nach Skerbeck fahren, das ist so ein kleiner Strand, und dann kann man da das Kajak auch testen, ob das wirklich auch das Richtige ist. Also das finde ich schon mal ist echt cool, ne? Und kostet auch nichts. Also das ist Service, ne? Musst halt nur dann zügig hierher, weil die Öffnungszeiten sind nicht allzu lang. Aber das finde ich mal ist eine coole Sache, das wollte ich euch noch sagen. Also, tschüss!